So, hallo Leute. Heute bei mir zu Gast auf meinem Channel die Jungs von Imperial Decadence. Chris, Pascal kommt vielleicht später dazu. Gibt es ein bisschen technische Probleme? Chris, Genau. wie geht's dir? Wie war dein Tag soweit? Grüß dich. Ja, ich habe gearbeitet, also. Ganz Ja. normale Wahnsinn, also. Ja, kenne ich. Aber natürlich, aufs Album bezogen, sind wir natürlich sehr happy. Ist alles super gelaufen. Es waren jetzt rückblickend über 3,5 Jahre, wo wir an Dingen gearbeitet haben und wie immer sehr intensiv. Ja, und jetzt ist dann so die Zeit, wo man dann anfängt, die Früchte zu ernten. Und das ist dann halt immer das, auf was man sich freut. Die ersten Live-Shows, die dann irgendwann mal kommen. Genau. Ja, wie du schon sagst, es ist 3 Wochen her jetzt, als euer Album rausgekommen ist. Wie seid ihr jetzt rückblickend zufrieden mit dem Ganzen, also Reaktionen und von Fans, von der Presse? Ja, wir sind absolut platt. Also es war schon bei When We Are Forgotten echt nochmal eine Steigerung, aber diesmal hat man so das Gefühl, das waren wirklich so 2 Schritte nach vorne. Ja, also Napalm hat diesmal auch mehr Promo gemacht, muss man sagen. Wir mehr Interviews, definitiv. Also ich gefühls Dreifache von dem wie beim letzten Album. Ja, ich denke aber auch, wir haben wirklich ein gutes Album veröffentlicht. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Wir hatten sehr viel Zeit für Songwriting dank Corona. Also das ist sicherlich so ein Punkt, der uns sehr, sehr viele Songideen in die Hand gespielt hat. Aber vielleicht kommen wir ja dazu noch einer Frage. Ja, das wäre genau meine nächste Frage. Wie du schon sagst, das Album ist eh wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, aber 100% in der Pandemiezeit entstanden. Was würdest du sagen, wie viel Pandemie steckt in dem Album? Also, wie hat die Pandemie das ganze euer neues Album beeinflusst? Eigentlich jetzt nicht direkt. Also wir hatten jetzt kein Problem damit, dass der Virus halt da ist. Also wir hatten jetzt nicht unbedingt Angst. Wir hatten jetzt auch kein Problem, viel daheim zu sein, aber wir hatten halt einfach mehr Zeit. Von dem her war das ein Rieseneinfluss, sage ich jetzt mal, oder ein großer Punkt, ein wichtiger Punkt, weil, naja, an den Wochenenden ging halt nichts mehr, also weder weggehen noch Konzerte noch irgendwas, man saß halt daheim. Wir sind beide voll berufstätig, das heißt, wir waren in Kurzarbeit, 50%, und wie nutzt man die Freizeit, wenn man daheim ist? Man schnappt sich halt viel öfters die Gitarre. Also wir haben über 20 Songideen diesmal gesammelt im Vorfeld, haben uns jetzt halt für die 8 Songs entschieden. Die Frage ist dann immer, hören wir dann auf dem nächsten Album dann was von diesen Songideen? Kann sein, muss man schauen. Normalerweise verwenden wir nicht allzu viel Material von vorigen Ideen, weil man nicht immer was Neues schreiben will, aber man wird sehen. Also Pascal von dem her Sagan. war es ein Faktor, genau. Und jetzt ist es schon wieder weg. Und schon wieder weg. Okay, dann machen wir weiter. Was würdest du sagen? Ihr seid ja beide Songwriter. Wie hat eure Schreibweise sich geändert jetzt im Vergleich zu wie vor 15, 20 Jahren von mir aus? Also ich meine, da wart ihr jünger und ist da mal ein bisschen anderes drauf bei Songwriting? Also man hat bestimmt eine andere Art von Energie wie jetzt, wenn man älter ist, weiser, sage ich mal so. Merkst du das überhaupt, diese Unterschiede zu damals und jetzt? Energie, ich würde mal sagen, so alt sind wir jetzt noch nicht, aber Energie ist jetzt eigentlich nicht so der Faktor, aber man sammelt natürlich viel Erfahrung über die Jahre. Also ganz wichtiger Faktor bei mir ist immer, man muss wirklich so das Gefühl haben, man hat sich irgendwie emotional oder energiemäßig wie ein Schwamm halt vollgesaugt und hat jetzt wirklich Bock, einen Song zu schreiben oder was Neues zu machen. Man setzt sich dann hin und arbeitet dran und dann wird es meistens auch was, wenn man sich hinsetzt und denkt, Mensch, jetzt habe ich schon lange nicht mehr Gitarre gespielt oder jetzt habe ich seit 3 Monaten nichts mehr gemacht, jetzt muss ich unbedingt mal was machen. Das bringt gar nichts, wenn man da einfach mal, wenn mal 4, 5 Monate, was weiß ich, nichts geht oder man sich nicht inspiriert fühlt, dann soll man es einfach lassen. Also immer nur dann, wenn wirklich man sich dazu berufen fühlt. Das ist das Wichtigste eigentlich und alles andere, sag mal, sind so Feinheiten, so technische Feinheiten, die man
halt einfach gucken muss, wie man da am besten zustande kommt, wie man am schnellsten vorankommt. Man lernt natürlich ja immer mit den Werkzeugen, die man hat, besser umzugehen. Das heißt, angefangen von natürlich Gitarre spielen und so weiter, bis hin zum Gesang, aber natürlich auch die Aufnahmeprogramme und so weiter. Also das ist einfach ein Riesenvorteil, wenn man da halt lang da dran bleibt. Into Sorrow Evermore, das ist jetzt kein Konzeptalbum, also da gibt es jetzt kein Hauptthema, worum sich alles dreht, das, oder also jeder Song kriegt für sich, das ist eine eigene Geschichte, jeder Song, oder? Es hat schon ein Konzept. Das ist jetzt halt zum Beispiel nicht so wie bei Matters of Nostalgia, wo es um unsere Heimat ging, oder des Manibus, wo es halt um römische Geschichte und so weiter geht. Also das Konzept hier ist, und das ist halt hauptsächlich in einigen oder Überhang der Lyrics zu finden. Das heißt, es geht halt einfach darum, wie nehmen Leute in Anführungszeichen die Dunkelheit war. Also viele sagen immer, die Dunkelheit ist das Schlechte, das Licht ist das Gute. In den Songs geht es darum, dass Licht auch die Menschen blendet, und durch dieses Blenden sieht man die Wahrheit nicht oder lässt sich täuschen. Die Dunkelheit offenbart oftmals auch erst die Wahrheit. Also zum Beispiel bei einer Wanderung durch die Nacht, Truth Under Stars, so eine Metapher. Im Tageslicht siehst du nicht, was hinter dem blauen Vorhang ist, hinter den, oder ja, Wolken, wenn Wolken da sind, klar, aber wenn die Sonne scheint, dann hast du den blauen Himmel, siehst nicht, was dahinter ist. In der Nacht siehst du, dass die Welt ein einsamer Ort ist, in einem großen, leeren Etwas, und so weiter. Also auch in Into Sorrow Evermore, der Titelsong, geht in ähnliche Richtung, dass die Leute immer zum Licht hinstreben, dadurch halt eben geblendet sind, dadurch verpassen sie halt Wahrheiten, die vielleicht am Rand liegen. Also auch gerade so dieses Sterben, wo viele Leute sagen, sie sehen Licht am Ende vom Tunnel und wollen dahin. Wir sagen einfach, warum nicht versuchen, nicht zu dem Licht zu kommen, warum nicht versuchen zu schauen, was rechts und links in der Dunkelheit für Geheimnisse vielleicht veroffenbart werden können. Also das sind so Sachen. Und ja, man sieht das Cover jetzt mit dir im Hintergrund, die zwei Masken. Für uns ist das eine Art Waage. Man muss wählen zwischen dem eher freundlichen Gesicht und dem Hass und Wut und verzweiflungsverzerrten Gesicht. Und wie gesagt, die Lyrics geben mehr oder weniger eine Antwort darauf, dass wir uns zu der Dunkelheit hingezogen fühlen, und deswegen halt Into Sorrow Evermore. Also du hast gleich zwei Fragen Das beantwortet. Cover, ne? Cover und halt Albumtitel. Cover ist mega geil, Ja. auf jeden Fall geworden. Das war jetzt auch der Benedikt, oder? Der das Der gemacht hat. Benedikt, genau. Also von Void Revelations. Man kann natürlich viel mehr reininterpretieren. Jeder darf sich natürlich denken, was er will. Es ist ja auch, Masken haben natürlich auch eine ganz eigene Aussagekraft. Menschen verstecken sich hinter Masken. Viele Menschen tragen eine Maske, die man zwar nicht sieht, aber sie spielen halt jemand anders oder offenbaren ihre wahren Gefühle halt einfach nicht. Auch das kann man sagen. Auch haben Masken schon immer in der Geschichte eine wichtige Rolle gespielt. Griechisches Theater und so weiter. Also, da kann jeder sich auch seine eigene Geschichte drauf reimen. Da haben wir überhaupt kein Problem damit, beziehungsweise finden das eigentlich sogar besser. Weil, ja, davon lebt das Ganze ja irgendwie. Cool. Ja, okay. Um das Thema Album jetzt abzuschließen, was würdest du sagen? Was ist jetzt der Hauptunterschied zu zum Beispiel zu den, wenn wir Alpha Garten? Also wir haben auf jeden Fall einen Schwerpunkt auf Melancholie gelegt. Melancholie ist eigentlich immer schon ein Punkt bei uns gewesen, aber wir haben da auf jeden Fall nochmal stark an der Stellschraube gedreht, also deutlich mehr an Melancholie. Vielleicht hat es auch mit Corona zu tun. Ich hatte auch jetzt, sagen wir mal, in der Corona-Zeit keine gute Zeit gesundheitlich. Will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Also ich hatte kein Corona oder deswegen, sondern es war was anderes. Ja, vielleicht auch deswegen. Und
Songwriter, also ja, vom Songwriting her habe ich ja schon gesagt, wir hatten eine unglaubliche Auswahl an Songideen. Wir haben, denke ich, den bis jetzt besten Sound gefunden. Wir hatten einen super Sound bei Dismanibus und der war aber manchen und uns im Nachhinein auch vielleicht nicht dreckig genug. Und auf der When We Are Forgotten, da ging, war das dann zwar dreckiger, organischer und so weiter, aber da hat so ein bisschen die Dunkelheit und die Kraft gefehlt. Und das ist jetzt eigentlich das, die perfekte Mischung aus beiden Alben. Also die positiven Aspekte von beiden Alben zusammengenommen haben wir jetzt wirklich auf dem Album hingekriegt. Und da sind wir mega happy, auch mit dem Gesang, dass jetzt mehr Hall drauf ist und auf den Drums, dass es einfach mehr Black Metal auch klingt. Worin das sich sonst noch entscheidet, ich denke, wir haben schon auch so viele unterschiedliche Kommentare gelesen und wir haben einen Facebook-Post gemacht, welche Lieder würdet ihr gern live hören? Und unterm Strich, wenn es dann zusammennimmst, ist es halt irgendwie jedes Lied auf dem Album. Also jeder interpretiert die Lieder anders, jeder fühlt da was anderes und von dem her sind wir uns da gar nicht mal so sicher, weil wir sehen es halt manchmal auf die eine Seite, aber die anderen Leute nehmen es wieder ganz anders wahr. Also ich denke, wir haben einfach nochmal versucht, in allen Aspekten eine Schippe draufzulegen, spieltechnisch, soundtechnisch, die Arbeit, die wir reingesteckt haben, alles, auch mit den Videos. Wir haben diesmal jetzt drei Videos halt rausgehauen. Alles vom Oliver König professionell gemacht. Beim letzten Mal hatten wir ja nur ein professionelles Video, das zweite habe ich gemacht für Bis ich bin. Ja, also wir haben überall nochmal eine Schippe draufgelegt, es fühlt sich halt gut an und ich denke, das ist der logische nächste Schritt halt gewesen und ich denke, es war ein guter. Ja. Du hast schon die Videos angesprochen, wie gesagt, drei Videos, ja. Aber ihr seid in keinem davon zu sehen. Ist das jetzt extra so gedacht? Oder ich glaube auch vorige Videos, da, also ihr seid nie in den Videos Ja, zu sehen. gut, also wir hatten, es gibt ja das Video Reich der fahlen Seelen, es ist zwar schon uralt von 2007, da sieht man uns ja. Ja. Ich gebe dir recht, und das haben wir auch schon von anderen Seiten gehört, dass es doch eigentlich mal ganz nice wäre, die Musiker zu sehen oder so ein bisschen so Live-Feeling zu haben. Gebe ich dir recht. Aber gerade diesmal, weil halt das alles mehr so ein bisschen melancholischer war und wir fanden, es hätte einfach gestört. Also wir hatten einfach die Ideen für die Videos und wenn man hätte uns jetzt dann noch irgendwie durchs Bild laufen lassen oder blöd im Wald rumstehen oder zwischendrin irgendwie Gitarre spielen oder so, das hätte einfach die Atmosphäre zerstört bei den Videos. Ich denke, da muss man ganz anders rangehen. Also ich finde also, sobald du halt Musiker halt live spielen siehst oder so, dann hast du halt gar nicht mehr so ein Konzept oder so eine Geschichte hinter dem Video, weil es dann ja dauernd die Sache halt stört, sage ich jetzt mal, die Geschichte eigentlich, ne? Und deswegen, aber wir sind jetzt nicht kamerascheu. Ich kann mir gut vorstellen, wenn wir nochmal ein Video raushauen, dass man dann uns mal sieht. Nächstes Jahr, jetzt nehme ich schon wieder was voraus, haben wir ja 20 Jahre. Ja. Vielleicht starten wir da einfach nochmal ein Musikvideo oder so in die Richtung, wo man dann uns mit sieht. Also wir haben da prinzipiell nicht was dagegen, aber ja, haben wir uns einfach diesmal so entschieden. Ja, ihr seid auch mit dem Album jetzt in Charts gewesen, also Platz Nummer 31 in Deutschland, gell? Und ich sogar in Nordamerika seid ihr da in ein paar Charts gewesen. Wie ist das Ja. jetzt für euch als Black Metal Band? Was empfindest du da, wenn du jetzt siehst, dass eure Band in Charts ist? Ja, ist ein sehr gutes Gefühl, weil es sagt uns, dass viele Leute Bock drauf haben, sich das Album zu kaufen, weil wir haben halt, also das Cover und so weiter und das Artwork ist uns halt immer extrem wichtig. Wir stecken da auch extrem viel Geld im Vorhinein hin. Wir haben ja die Masken anfertigen lassen. Das hat uns so viel Zeit, Energie und Geld gekostet. Allein für die Masken, dann bis wir das Bild hatten und so weiter. Also wir finden es geil, dass die Leute Geld in die Hand nehmen und das Album halt kaufen.
Und man muss halt ganz klar sagen, es ist halt nicht mehr so wie in den 90ern, wo noch ganz viele Leute ganz viel Tonträger gekauft haben. Es ist ja nicht so, dass die Platzierung nach Stückkauf vergeht, sondern nach Einnahmen. Und da ist natürlich generell beim Metal ist man da halt besser aufgestellt, weil im Pop kauft ja so gut wie keiner mehr Vinyl oder. Und bei uns im Metal, da kaufen jetzt halt plötzlich viele Vinyl und oder kaufen sie es auf Vinyl und CD und geben da halt plötzlich 30 € raus. Und das musst du halt mit nur Digitalverkäufen auch erstmal halt reinkriegen. Deswegen es ist halt nicht mehr so wie in den 90ern oder in den 80ern. Ja, das ist klar. Da würdest du als Black Metal Band nicht da wahrscheinlich so einfach reinkommen. Aber man steht natürlich auch mit anderen Bands, anderen Black Metal Bands, anderen Metal Bands im Vergleich. Und das ist auf jeden Fall schon ein Erfolg, ja. Aber schlussendlich, das Wichtigste für uns ist, wenn wir halt das Ding halt rausbringen und man liest dann halt die Kommentare, die Reviews, dass man halt einfach das Gefühl hat, man hat einen Schritt nach vorne gemacht und die Leute sind happy damit und können sich damit identifizieren oder das bedeutet ihnen sogar extrem viel. Also, wenn man da auch schon viele Kommentare gekriegt, also keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich höre auch gern Musik und ich habe manche Alben auch extrem gern, aber wenn man die Leute manchmal liest, das ist schon verrückt, wie die das zelebrieren. Also Hut ab und ja, fühlt sich gut an und das ist halt auch ein Ansporn, halt einfach weiterzumachen. Ja, bleiben wir ein bisschen bei dem Thema jetzt. Ihr seid ja 2018 zu Napalm gewechselt. Oder ich fange mal jetzt anders an. Die Katatonia sind jetzt auch bei Napalm, ja, seit kurzem. Die haben ihre erste Album raus bei denen gebracht. Und ich habe jetzt, die haben auch ein paar Singles rausgebracht. Ich habe da jetzt ein paar Kommentare gelesen oder davor. Die Leute, also nicht alle, aber es gab einige, die sich aufgeregt haben, die haben gemeint, okay, die sind jetzt bei Napalm, beim großen Label, das war's mit Katatonia, vorbei. Da wird jetzt nichts Gutes rauskommen. Und obwohl, die haben jetzt ein richtig gutes Album rausgebracht, trotz allem natürlich. War das bei euch auch damals so, wo ihr gewechselt habt? Gab es sowas überhaupt, dass jemand gesagt hat, ey, Es das war's? gab einige ganz wenige Stimmen und das hat uns ehrlich gesagt auch überrascht. Wenn man schaut, was Napalm Records ansonsten noch an Bands im Roster hat, Genau. verstehe ich das auch, weil Black Metal muss da mit der Lupe suchen. Das stimmt. Überrascht hat es uns, dass eigentlich nicht viele was gesagt haben. Ich meine, wir haben jetzt schon dreimal auf dem Wacken gespielt und so. Also es dürfte klar sein, dass wir jetzt nicht so die True Black Metaller sind. Wir haben ja keinen Corpse Paint, was weiß ich. Also vielleicht liegt es daran, aber schlussendlich die wenigen Stimmen waren uns auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, egal. Ich denke, wir haben es bewiesen. Jetzt ist das jetzt zweite Album über Napalm. Wer sagt, wir wären jetzt irgendwie weicher geworden oder kommerzieller oder was weiß ich, was jetzt die Musik angeht und so weiter, der ist Lügen gestraft. Also ich höre da nichts, dass da irgendwas verweichlicht oder kommerzieller ist. Also man hört definitiv, es ist ein Imperium Decadenz Album. An manchen Stellen sind wir so vielleicht sogar härter geworden. Ja, also man muss natürlich auch sagen, Napalm hat uns da 0,0 reingeredet, was die Kunst angeht. Das ist 100% wir. Wir haben da das absolute Sagen. Die wollen nur einen gewissen technischen Rahmen halt haben. Das heißt, das ist ein professionell produziertes Produkt. Also das heißt, wenn man das ins Presswerk geht, weiß man einfach, dass da halt keine Fehler oder so rauskommen. Das ist das Einzigste. Aber sonst sind wir das. Und das muss man halt auch den hoch anrechnen. Ich meine, ja, das ist ein großes Label. Wenn die Geld in die Hand nehmen, dann ist das ja oft ein großes Risiko, weil da hängen ja auch Arbeitsplätze dahinter. Also, wir sind absolut happy mit Napalm und ich glaube, die sind auch happy mit uns und die freuen sich, dass sie mal wieder eine Black Metal Band dabei haben und ja, deswegen alles gut. Okay. Ihr plant ja auch bestimmt bald auf Tour. Also ist bestimmt schon alles geplant auf Tour. Was erwartet da die Fans?
irgendwelche Überraschungen? Also ich habe schon so eine Frage gestartet, klar, wegen neuen Album, aber gibt es da, weil ihr habt ja bald Jubiläum und so, oder wird das jetzt später kommen mit ganz 20 Jahre Sachen? Ja gut, also wir feiern es jetzt nicht dieses Jahr, das ist klar. Also dieses Jahr geht es auf jeden Fall nur ums neue Album. Das heißt, ich kann auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, dass was albumtechnisch Schwerpunkt bei der Live-Show sein wird, ist natürlich das neue Album. Also da wollen wir jetzt, wir haben 7 Alben, du hast meistens nur 1 Stunde Zeit, die Songs haben eh alle Überlänge, ist es extrem schwer, alle Leute zufriedenzustellen und sowieso, ja. Ja, also was können die Leute erwarten? Wie immer, Leidenschaft. Wir werden nicht viele Gigs spielen, also im Vergleich mit anderen Bands, die halt im Jahr 60 bis 80 Mal spielen. Da werden wir halt bei weitem nicht rankommen. Das heißt, wenn ihr die Chance habt und uns sehen wollt, dann müsst ihr vielleicht die Chance wahrnehmen, weil wir nicht ganz so oft spielen. Und das heißt aber auch auf der anderen Seite, wenn wir spielen, sind wir natürlich hoch motiviert, haben mega Bock drauf und dementsprechend auch die Emotion auf jeden Fall da, wie eh und je. Ja, bestätigt ist zum Beispiel das Chronicle Moschers oder Dat Unland 4 heißt es, das ist wohl ein komplett neues Festival Richtung Ostsee. Dark Woods ist, glaube ich, in Aschaffenburg. Was haben wir noch? Wir sind gerade noch an 2 Festivals dran, wo wir noch nicht sicher sind, ob es im Termin klappt. Jetzt muss ich überlegen, da war noch was. Fällt mir jetzt gerade nicht. Ah doch, in Münster, genau. Sutton Dooster. Genau. Das ist jetzt auf jeden Fall mal schon mal fix bestätigt. Wir sehen da noch Sachen dran und wir hoffen, dass wir gegen Jahresende bzw. im Herbst eine kleine Tour fahren können. Ob das eine Nightliner-Tour wird oder ob das eine Weekender-Tour wird, das wird man sehen. Wir hoffen auch, dass wir ein bisschen mehr im Ausland spielen können. Schwerpunkt war bis jetzt ja schon immer Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber genau. Und nächstes Jahr, wenn wir 20 werden, dann mal schauen. Ich hoffe, es wird wirklich mal eine große Tour geben und vor allem halt in Richtung, wo wir wirklich noch gar nie gespielt haben. Da schauen natürlich jetzt die Deutschen an, vielleicht an der Stelle ein bisschen ins Ofenrohr, aber mal schauen. Also fix ist noch nichts und das ist ja auch erst Anfang Ja. 23 und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Okay. Ja, gut, Christian. Wir kommen dann langsam zu Ende. Ja. Ich bedanke mich bei dir herzlich, ja, für das Interview, das du Zeit gefunden hast. Ich wünsche euch noch viel, viel Erfolg dieses Jahr, viele Konzerte. Ja. Leute, das neue Album von Imperium Decadence, kauft euch das, unterstützt die Band. Ja, danke dir. Vielen Dank. Und wir sehen uns bestimmt irgendwo. Genau, mach's gut. Bis die Ich wünsche noch einen Tage. schönen Abend, ja. Ciao, ciao, mach's gut. Servus. Ciao.